kennst du schon. Schuljoker.irl. Und ich werde mich heute noch in eine richtig geile Badewanne packen. Der Pferdetritt ist da. Lasst gerne ein Abo da. Wie viel gibt das Ding hier? Ach, das gibt gleich einfach gar nichts. Ja, sehr gut. Dann muss ich vielleicht actually... Alter, ich hab kein... Wie soll das denn gehen? Nein! Ah! Ja, ich weiß, dass mir kalt ist. Ich sehe es. Ich sehe auch, dass ich müde bin. There is a pleasure in the pathless woods. There is a rapture on the lonely shore. There is a society where... Okay, mein PC lädt zu schnell. You've grown tired of the modern world and decide to escape to the wilderness, where the air smells like pine and the bird songs echoes between. After days of hiking into the great unknown, you stumble upon the wreck of a cabin, a place to begin again, a new home. Alter, die sind so schnell, ich kann nicht so schnell lesen. Ist kein Horrorspiel, nein. So. Ach, das Bild, das Spiel sieht wunderschön aus, ne? Holy shit. Das Spiel sieht wunderschön aus. Ah, guck mal, ich brauche Fireplank und Sticks, die ich zusammensammeln muss. Dann suchen wir uns jetzt Sticks. Ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich einfach das perfekte Spiel ist, um von der ganzen anstrengenden Welt loszukommen. Ich glaube, dass wir sehr viel gute Laune hier haben werden. Ich freue mich übrigens mega über Wild West Dynasty, was in 2 Wochen rauskommt. Na, das werden wir suchten. Also, wir haben auch Mushrooms. Ich glaube, du wirst das zu sehr überdenken. Nein. 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 Es sieht aus wie Cozy Survival. Ich finde es sehr schön. So. Ich muss alles schon quasi mithaben, um es abgeben zu können. Das heißt, ich kann keinen Teil abgeben. Das heißt, wir brauchen hier irgendwo noch mehr Sticks. Und wir brauchen auch noch mehr Holzplanks, glaube ich. Hm. You found a cabin, das würde ich jetzt nicht so benennen, was da steht. Hä? Natürlich. Das ist eine Cabin. Warum seid ihr so kritisch? Das ist eindeutig eine Cabin. Ah, hier haben wir noch ein Fear Plank. Und noch ein Fear Plank. Ich glaube, jetzt haben wir genug. Alter Rock Rider. Ah, guck mal, jetzt können wir beten. Features unlocked. Sleep. Get a good night's sleep in the bed. Save your progress. Put things you don't need at the moment in the storage box. New extensions. Cooking room, crafting room, storage attic. Okay, das ist richtig süß. Leute, ich bin gehypt. Das sieht sehr, sehr cool aus. Also, ich glaube, für den Kochraum werden wir noch ein bisschen länger brauchen. Hier auch, wir brauchen hier überall Nägel. Aber Crafting Room klingt als das, was wir als nächstes wahrscheinlich umsetzen müssen. Wir haben auch ein bisschen Hunger tatsächlich. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie wir das dann essenstechnisch machen. Und Durst haben wir auch. Wir haben hier auf jeden Fall Mushrooms. Aus denen kann man bestimmt Essen machen. Aber ich glaube, dass wir den Crafting Room wahrscheinlich als erstes brauchen werden, damit wir überhaupt an die Nägel und so weiter kommen. So. Ich würde einfach mal in eine Richtung so ein bisschen quasi einfach nur mal in eine Richtung gehen, damit wir mal schauen, ob wir vielleicht in die Richtung was entdecken. So Wasser oder irgendwie was anderes. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch immer eine gute Idee, bergab zu gehen für Wasser.
Ui. Das sieht auch nach etwas, was man potenziell essen kann. Haben wir hier... Ah, guckt mal. This sought after mushroom has a mild taste and fruity aroma and is an excellent medicine. Eating it raw will sate your hunger and improve your health, but cooking it will bring about a miraculous full recovery. Oh, und da sieht man quasi, was es unterschiedlich gibt. Da ist Health, Wasser, Nahrung, Durst und so weiter. Und das wahrscheinlich Leben. Und hier haben wir... These sturdy little fungi will help satisfy your hunger. You can eat them raw, but they're more nutritious when cooked. Und dann kriegst du auch Leben zurück. Cool. Das heißt, wir werden viel von Pilzen leben, wie es aussieht. Einen wunderschönen guten Abend. Ist das Spiel schon komplett released oder noch in der Beta? Ich glaube, es ist in der Beta. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht weiß das jemand hier im Chat. Ich habe es von jemandem aus dem Stream empfohlen bekommen. Gestern. Und ich fand, dass es so unfassbar toll ausgesehen hat, dass ich es mir direkt runtergeladen habe. Ich liebe ja so Survival-Spiele, ne? Was ist das? Yellow Ash Leaves. These long smooth leaves can be used for insulation when building cabin extensions. Oh, das sieht auch nach etwas aus, was wir dann potenziell brauchen. Ich glaube, wir haben einen See gefunden, Leute. Bergab gehen war eine gute Entscheidung. Das sind Pfifferlinge, oder? Und die anderen Steinpilze. Ich habe keine Ahnung von Pilzen. Ich sammle nur Giftpilze, wurde mir mal gesagt. Also verlass dich nicht drauf. Ich glaube auch, ja. Aber ich habe auch keine Ahnung von Pilzen. Und ich muss auch sagen, ich habe auch so sehr viel Respekt davor, Pilze zu sammeln und zu essen. Weil mir mein ganzes Leben gesagt wurde, wenn du keine Ahnung von Pilzen hast, dann isst keine Pilze, die du findest. Weil du dich damit potenziell umbringst. Das ist released und wird nicht mehr weiterentwickelt oder gepatcht. Die Entwickler sind seit November still. Ah, okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir keinen Fehler finden. Conan Exiles fand ich auch sehr schön. Hallo Schrotinski. Oh, guckst du mal, hier kann ich auch einfach... Ich kann auch einfach hier ins Wasser. Und das ist mit meiner Temperatur nicht so gut, offensichtlich. Aber wir können hier was trinken, das ist ganz gut. Dann haben wir schon mal Wasser gefunden. Sehr schön. Wasser werden wir auf jeden Fall brauchen. Was heißt Leben? Pilze braten, Symptome raten, Alter. Nee, ist alles First-Person-Sicht. Dankeschön, Sinatra, für die 14 Monate. Und ganz viel Spaß ja weiterhin. Oh, Raspberries. Und Blackcurrant. Okay, wir werden hier auf jeden Fall irgendwann mal Bienen abbauen können. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Ich habe über The Long Dark schon richtig viel Positives gehört. Aber das Problem ist, dass ich im Winter, wenn meine Depression eh schon überhaupt keinen Bock hat auf meine Existenz, dann brauche ich nicht noch mal ein Spiel, in dem ich Winter habe. So. Schauen wir vielleicht noch mal, ob ich jetzt schon ein bisschen mehr dafür habe. Ich glaube, Crafting Room war hier, ne? Steel. Woher kriege ich das denn? Also ich weiß auch gar nicht, woher ich die ganzen Sachen kriegen soll. Also wir können hier einmal den Progress saven. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann können wir hier einmal alles reinschieben, was ich quasi nicht mitnehmen brauche. Ach, man kann sogar Kleidung und Backpack und so tauschen. Construction. Required Cabin. Reed Lake. Okay, es gibt da einfach ganz viele Sachen.
die man einfach entdecken kann. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich irgendwas einfach finden müssen, womit ich dann mich weiter ausbauen kann. Dann gehen wir nochmal in diese Richtung. Ich kann mich auch ducken und klein machen. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Essen. Das wäre mega krass, Malakina. Würde ich übel feiern. Mein Onkel sammelt schon sehr lange Pilze und selbst er muss bei manchen Pilzen sich noch abstimmen bei anderen Pilzkennern. Er hat aber auch schon andere Menschen das Leben gerettet, weil sie einen tödlich giftigen Pilz mit einem essbaren Pilz aus ihrer Heimat verwechselt haben. Also selbst sammeln ist immer mit Risiko behaftet. Aber wenn ich irgendwann einen feuchten, dunklen Keller habe, mal selbst Pilze heranziehen, könnte ich mir vorstellen. Pilze heranziehen klingt auch richtig cool. Gehe ich gerade über einen anderen Weg wieder zu einem anderen? Ist das das? Nee, das ist einfach nur, glaube ich, der Fluss, ne? Den wir schon gefunden hatten. Alter, dieses Spiel ist wunderschön. Geil, hier finden wir wieder Holz. Weil Holz fehlt uns gerade so ein bisschen. Aber das ist Driftwood. Das ist auch nicht das Holz, das wir brauchen. Ich bräuchte halt eine Axt oder sowas. Seitdem ich Last of Us gesehen habe, empfinde ich Pilze anders. Ich fühle das sehr. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein Beehive. Ich glaube, diese Beehives werden noch richtig interessant werden für uns. Huffangus. Damit werden wir sicher auch noch richtig geil Essen machen können. Und jetzt wird es bald dunkel und mein Müdigkeitslevel geht hoch. Aber ich will noch einmal quasi um die Ecke gucken und schauen, was ich da vielleicht noch so Interessantes finde. Okay, hier ist eine Höhle. Ich würde jetzt nicht einfach... Will ich da reingehen? Habe ich diesen Bildschirmrand, weil mein Charakter müde ist? Wahrscheinlich, ne? Dann würde ich mal hier vielleicht zurückgehen. Es gibt Bären. Bär gibt es auf jeden Fall im Spiel. Ich weiß nicht, ob es Wölfe oder andere Tiere auch gibt. Aber du kannst den Bär auch ausschalten, wenn du keinen Bock darauf hast, solche Auseinandersetzungen zu haben. Also man kann das Spiel auch friedlich spielen. So wie ihr mich kennt, spielen wir es auf schwer. Oder dir ist kalt. Oh, ich glaube, mir ist kalt. Ja, mir ist kalt. Ihr habt recht. Ich nutze noch mal. Ich habe noch mal was getrunken. Und ich laufe nach Hause. Ich habe das Gefühl, ich erfriere hier gerade. Ich wusste nicht, dass es nachts so kalt wird. Oh Gott. Ich glaube, ich bin gleich RIP. Ich glaube, ich bin gleich RIP. Nee, ich bekomme erst noch Schaden. Gut, ich habe noch ein bisschen... Ich wusste nicht, dass es nachts so kalt wird. Ich brauche da wahrscheinlich eine andere Jacke dann für oder so.
Das war eine knappe Geschichte. Aber mir geht's jetzt wieder ein bisschen besser. Meine Gesundheit hat sich leider nicht erholt. Aber wenn ich das koche, dann kann ich darüber meine Gesundheit erhöhen. Ich kann nur halt einfach noch nichts kochen. Ja doch, in der Hütte ist es ein bisschen geschützter zumindest. Ich glaube, hier kann ich nur speichern, ne? Ja, hier kann ich nur speichern. Hier habe ich Kleidung und hier habe ich Flora Construction Exploration, bla bla. Da haben wir einfach noch nichts freigeschalten. Deswegen hilft uns das alles noch nicht zwangsweise. Mir Rechtsklick macht auch keinen Unterschied. Okay, das bedeutet für mich jetzt erstmal, wir müssen uns ein bisschen mehr beeilen, was das Umschauen angeht. Ich glaube, ich muss irgendwas noch finden, wahrscheinlich irgendeine Truhe oder zum Beispiel dieses Baukonstrukt, wo ich Bauteile finde. Ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen. Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Ja. Da kriegen wir jetzt viele, viele gute Dinge. Sieht auch aus, als wäre es von irgendwie einem Sturm verwüstet oder so. Okay, dafür brauchen wir eine Axt. Das kriegen wir noch nicht auf. Dafür müssen wir eine Lok aufbekommen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch eine Axt. Da kommen wir auch noch nicht hin. Aber das können wir noch durchsuchen. Turnip Seeds. Oh. Sehr gut. Dann heben wir hier einfach mal alles auf, was wir aufheben können. Hier können wir auch nochmal researchen. So. Dann möchte ich einmal in meinem Inventar nochmal was essen. Weil mein Hungerzustand nicht so gut aussieht gerade. Das haben wir auch durchsucht. Das haben wir auch durchsucht. Das sieht jetzt sehr gelootet aus. Da hinten habe ich was übersehen. Sehr gut. Das sieht jetzt sehr gelootet aus. Was haben wir hier noch? Okay, sonst haben wir hier nichts mehr. Das steht einfach nur so rum, das Ding. Na gut. Das wurde wohl einfach verlassen. Oh, Gooseberry. Dann mal auf zurück zum Haus. Und schauen, was wir noch umgesetzt bekommen. Pia hat vergessen, ihr Leibchen anzuziehen. Da friert man ja auch schon mal schneller. Ja, wir wissen auch gar nicht, wo genau wir sind, ne? Also es sieht schon ein bisschen so aus, als könnte es so Skandinavien oder so sein. Da wird schon ziemlich kalt in der Nacht. Oh, ein Hase. Ein Hase. So. Ich möchte als erstes möchte ich mein Crafting Room bauen. Weil ich glaube, dass wir den als erstes auch eingesetzt bekommen. Mir fehlt halt noch Stumpmoos. Ich glaube, Stumpmoos bekomme ich safe in der Höhle.
Oder? Also Moos klingt sehr nach etwas, was man in einer Höhle oder an einem Stein finden würde. Ich gehe nochmal zum Wasser runter und schaue mich dort mal um. An einem Teich könnte es auch sein mit dem Moos, ja. Hier haben wir auf jeden Fall lauter so Beeren. Mal schauen, ob hier noch irgendwie was leuchtet. Das ist das, was man zum Dämmen benutzt. Da sind Enten, Leute. Enten, die mich nicht mögen. Beim Inventar habe ich eine Begrenzung, was das Tragen angeht, ja. Stump heißt doch Baumstamm, oder? Das ist möglich. Hoppala. Hoppala. Ich bin ins Wasser gefallen. Das kann schon mal passieren. Die mögen dich nur wahrscheinlich nicht, weil du hungrig aussahst. Wow. Sieh doch nicht hungrig aus. Nein, Quatsch. Quatschi. Ich sehe hier halt nirgendwo Moos oder sowas. Wir haben hier hinten noch einen Baumstamm. Schauen wir vielleicht nochmal bei dem genauer. Ah, ja. Da ist es. Stumpmoos. Das ist das, was wir brauchen. Geil. Baumstamm war richtig. Dankeschön, Chat. Das heißt, wir müssen Baumstämme absuchen. Nice. Was hat uns noch gefehlt? Ich glaube, noch Holzplanken, ne? Davon hatten wir, glaube ich, auch noch nicht genügend. Moos und Holzplanken. Der Hobbit was. Ja, ein Häschen. Ein Hoppi-Hoppi-Häschen. Da wir nicht wirklich sehen, wie du aussiehst, könntest du ein halber Bigfoot sein. True. True. Die Hasen haben auch Angst vor mir. Das spricht für deine These. Im Storage hast du doch Holz, aber ich weiß nicht, ob ich genug habe. Hallo Otaro. Wir sehen keine Füße. Ich habe also keine Füße. Ich bin also offensichtlich ein untoter Geist. Ich weiß nicht, ob das jetzt beruhigender ist. Wahrscheinlich nicht. So. Zwölf Fear Planks brauchen wir. 12 ist echt viel. Da brauchen wir sogar 28. Ja, 12 haben wir nicht. Wir haben 7. Und die Dinger können es roh nicht gegessen werden. Okay, nach unten sind wir gegangen. Dann lasst uns mal hier nach oben schauen.
ob wir hier oben vielleicht noch Holz finden. Ha! Immer der Nase nach. 7 hatte ich gesagt, haben wir, ne? An dem Ding waren wir schon. Jetzt haben wir 1 gefunden. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind das nicht, wie heißen die? Morcheln? Das heißt, ich brauche noch 4. 4-mal Holz. Ein Meer aus was auch immer das für Pflanzen sind. Bestimmt irgendwas Schönes. Da geht's jetzt in einen Nadelwald. Vielleicht haben wir hier mehr Glück mit Holz. Aber Button Mushroom. Oh, Fliegenpilz. Die sind doch giftig. Oder? This lovely looking fungus can be eaten raw, but it might be poisonous. Cook it, however, it's perfectly safe. Oh. Das hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit, ob es giftig ist. Gut. Das kriegen wir nicht. Oh, jawohl. Wir haben noch einen Fundplatz gerade hier entdeckt. Das ist genau das, was wir brauchen. So, 1, 2, 3, 4. Damit haben wir es jetzt theoretisch abgeschlossen. Aber ich nehme hier... Oh, ich hau ab. Die Sonne geht unter. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass uns eher kalt wird nachts. Das heißt, ich komme hier lieber nochmal zurück, um das zu plündern, bevor ich hier jetzt aus Gier heraus noch mehr Leben verliere. Aufbruch zurück nach Hause. Aber dann wissen wir, dass nach oben laufen der Nase nach richtig war. Dankeschön, Gwynnapple, übrigens für die 3 Monate. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. And I run. And I'm still running. And then I run. And I'm still running. Wow, Ambu. Oh. So, wir bekommen ein neues Zimmer. Erstmal das hier alles abgeben. Das brauchen wir nämlich gerade nicht. Ah doch, von denen brauchen wir welche und von denen brauchen wir welche. Und dann sollten wir eigentlich... Ah, und dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Und damit müsste ich das jetzt abgeben können.
Ach, so kann man sich's auch markieren, was man braucht. Und jetzt können wir eigene Tools craften. Das ist sehr lebensentscheidend. Das ist sehr, sehr geil. Ich würde mich einmal schlafen legen, weil ich dann am nächsten Tag was zum Trinken holen muss. Und es jetzt eher zu kalt ist quasi. Jetzt wird mir das der sicher auch sagen, dass ich richtig Durst habe. Ja, und richtig Hunger. Nice, das hat mich auch ein bisschen hochgeheilt. Das ist ganz gut. Und wir gehen gleich zu dem Getränk. Ich möchte einmal mein Progress saven. Und dann möchte ich einmal gucken. Wir können jetzt herstellen Nägel, Bolts, Metal Plate, Sewing Thread, Steel Wire, Reinforced Plank, Jute Rope, Glue. Wir können auch herstellen Woodman's Axe, Fishing Rod, Map, Compass, Water Canteen, ein Medkit und wir können Deko-Elemente bauen. Aber dafür haben wir jetzt erstmal noch keine Zeit. Erstmal brauche ich was Neues zum Trinken. Dann gehe ich kurz Pipi machen und dann bin ich gleich wieder da. Ich gehe ganz kurz Pipi machen. Gib mir eine Sekunde. Ich glaube, so kann ich das ganz kurz lassen. Spiel bis jetzt vom Vibe eine klassische 10 von 10. Ne? Also finde ich sehr, sehr geil, das Spiel. Vielen, vielen lieben Dank übrigens, Mojo, für den verschenkten Sub. Das ist sehr nett. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin gleich wieder da. Lauft nicht weg. Bitte.
bin gerade richtig glücklich. Ich habe gedacht, dass meine Apfelkirsch-Holunder-Limo von Fritz alle ist und die war nicht... Was? Man verhungert offensichtlich auch, während man... Man verhungert offensichtlich auch, während man in dem Mau-Menü ist. Wundervoll. Ich bin damit das erste Mal gestorben, aber ich sehe mich nur in einer Teilschuld. Was ich eigentlich erzählen wollte ist, ich dachte, dass meine Apfelkirsch-Holunder-Limo von Fritz Aller ist und die war nicht lieferbar heute und ich war richtig sad und jetzt bin ich drauf gekommen, dass ich noch eine ganze volle Kiste habe und einfach nur das Leergut drauf stand und jetzt, als das abgeholt wurde, habe ich gesehen, oh mein Gott, ich habe ja noch alles. Geil. Okay. Ich möchte an dieser Stelle einmal anbringen, dass das eine sehr gute Art zu sterben war. Denn ich bin quasi gerade daran gestorben, dass ich mir im echten Leben Essen geholt habe und habe dafür mein imaginäres Leben vernachlässigt. Und das ist genau die Art und Weise, wie es ablaufen sollte. Der Körper im echten Leben sucht Essen. Das hat die Priorität. Ja. Also. Ich habe ja gespeichert. Ich habe ja gespeichert, bevor ich hier reingelaufen bin. Das ist sehr smart gewesen. Also, wir wollen ein Water Canteen haben. Aber ich glaube, ich habe dafür noch nicht alles, oder? Mir fehlen Metallplates dafür. Das heißt, ein Water Canteen können wir leider noch nicht bauen. Aber eine Woodman's Axe. Steelwire, Bolts, Dingsbums da. Dafür brauchen wir eine Steelpipe. Wir beeilen uns hier einfach mal schnell. 1, 2, 3, 4, weil wir haben ja nicht so viel Zeit gerade. Einfach mal alles, was wir da haben, was aussieht, als könnte ich es verbauen, nehme ich kurz mit. Bitte verdurste nicht, Charakter. Eins. Okay, das braucht mir zu lange. Wir müssen trinken gehen. Wir müssen trinken gehen. Sonst verdurste ich, bis ich fertig bin. Also auch für alle, die sich denken, boah, das ist aber stressig. Ich spiele auf sehr schwer, ne? Ich spiele auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Man kann dieses Spiel sehr viel entspannter spielen, wenn man nicht Pia heißt. Oh, eine Ruby Beat. So. Und zurücksprinten. Man weiß, dass du entspannt spielst. Sehe das Café, das du stundenlang gebaut hast in dem Dino-Park-Game. Auf das Game freue ich mich auch. Das spielen wir auch bald wieder. Da habe ich nur drauf gewartet, dass mehr Content rauskommt. So, ich kann noch ein Bolz brauen und dann kann ich mir daraus eine Axt bauen. Geil. Und ich möchte, genau, Metallplate kann ich aus Bolz auch bauen, aber dann fehlen mir Steelpipes, um noch anderes zu machen, was anderes zu machen. Weil die Sache ist, jetzt brauchen wir viel mehr Metallplates. Die habe ich einfach noch nicht. Und Nails fehlt mir auch eins. Und hier fehlt mir Old Rags. Also da werde ich nicht drum herum kommen, dass wir da nochmal los müssen. Also, und ich gehe nochmal zu der einen Stelle, die wir gefunden hatten, und schaue, ob ich dort vielleicht noch ein bisschen mehr an Ressourcen finde. So.
kann ich das jetzt da equip? Kann ich das nicht? Ja. Ich kann das blind binden. Binden klingt gut. Und jetzt kann ich die Kisten aufmachen. Ja, genau. Weil ich habe ja jetzt eine Axt. Das heißt, ich krieg potenziell neuen Loot, den wir da freigeschalten haben. Laufe ich gerade richtig? Ich brauche auch ganz dringend eine Karte. Nee, ich laufe nicht richtig. Wir müssen da rechts nach oben. Wahnsinn, wie schnell man da verdurstet. Ja, wie gesagt, ich habe auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad gestellt, ne? Also, das geht schon auch entspannter. So, wie schaffe ich denn jetzt hier zu laufen und parallel zu essen? Ich fühle mich nicht, als wäre ich richtig. Ich fühle mich, als wäre ich hier noch nie gewesen. Dann passt das, du warst da auch noch nie. Echt? Bin ich falsch gelaufen? Oh Gott. Ich glaube, ich bin, glaube ich, wirklich komplett falsch gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber wir haben Essen gefunden. Das macht es ein bisschen leichter. Das hilft mir nur nichts gegen das Verdursten. Ich hatte cool, dass wir lauter Rüben finden. Aber wir sind gefühlt schon sehr weit weg gerade von unserem eigentlichen Ursprungsort. Ich glaube, ich drehe mal um. Ich habe keine Orientierung, wie es aussieht. Die Karte ist aber auch riesig. Da sitzt Pier davor, so kann man nicht helfen. Da ist keine Karte. Ich habe noch keine Karte. Ich muss meine Karte erst freischalten. Ha! Doch, das kommt mir bekannt vor. Ich bin einfach zu weit gelaufen. Hier ist es. Nee, das ist ein anderer Absturzort. Okay.
Das ist ein anderer Absturzort, aber es ist egal. Geil. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin jetzt hier und habe alles gefunden, was ich brauche. Und jetzt kann ich nicht mehr tragen. Dann muss ich wohl essen. Dann muss ich jetzt wohl essen. Oh, da ist ein Blueprint. Lockpick Blueprint. Ah, Lockpick. Damit kriegen wir die Sachen dann auch auf. Also die Dinger kriegen wir damit dann auch aufgesperrt. Das kriege ich nicht getragen. Das kriege ich noch getragen. Das kriege ich nicht getragen. Das kriege ich noch getragen. Das kriege ich auch noch getragen. Dann essen wir den auch noch mal. Und dann kriege ich... Ja, aber ich möchte eigentlich... die Balls noch mitnehmen. So. Dann müssen wir dann im Zweifelfall auch einfach noch mal herkommen. Weil mehr kriege ich jetzt eh nicht mit. Ist hier noch was mit, was ich mitnehmen kann? Ja. Hallo, Pika. So, dann trinken wir auch mal was unterwegs, weil das werden wir eh wieder brauchen. Und dann geht's auch nach Hause, weil mein Inventar ist voll. Sehr schön. Wenn das alles Absturzorte sind, bist du dann wirklich alleine da draußen oder trifft man später noch wen? Muss man sich später einfach einen Wilson bauen? Oh Gott. Das erinnert mich sehr, sehr stark an The Forest, wenn da noch wer ist. Ich bin jetzt hier oben. Ich sollte hier, glaube ich, nicht runterspringen. Das ist das Rocket Elo, das ich nutze. Danke dir, Turtle. So schnell. So. Und jetzt müssten wir, jawohl, da vorne ist schon mal unsere unser Haus, das ist schon mal ganz gut, unsere Insel, lol. Das ist ja auch schon ein bisschen größer geworden. Und jetzt sollte ich eigentlich in der Lage sein. There is no space in your backpack. So. Dann sollte ich eigentlich in der Lage sein, eine Metal Plate herzustellen. Und dann noch eine Metal Plate herzustellen. Nein, kann ich nicht. Ich will halt so ein Getränkedings haben, aber das kostet so viel Ressourcen, dass ich tatsächlich immer noch nicht genügend habe, um das herzustellen. Dabei will ich einfach nur eine Wasserflasche. Was haben wir, was brauchen wir denn hier? Driftwood, Fear Plank Bolts. Dankeschön, Mittag. Für die 2 Monate, vielen lieben Dank. Nails, Steel Wire, Fear Plank.
Müsste ich nicht auch irgendwo... Da, das da. Dafür brauchen wir auch das. Na gut. Ja, dann weiß ich jetzt auch gerade nicht weiter. Dann müssen wir, glaube ich, einfach nochmal los und nochmal sammeln. Aber uns geht halt auch Platz aus zum Storagen. Wir könnten eine Karte herstellen, ja. Das ist wahr. Black Current fehlt mir noch. Ja, ich glaube auch, dass Storage wichtig wäre. Da ich meine Nägel jetzt aber alle vercraftet habe. Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Hallo Baum. Okay. Bäume geben unfassbar wenig dünnes Holz. Nur so. Als Vorwarnung. Wir haben einen riesigen Baum abgeholzt. Und wir haben quasi kein Holz. Dafür ist uns kalt. Na gut. Dafür habe ich jetzt hier einen hässlichen Baumstumpf, den ich auch nicht wegbekomme. Das heißt, wir wollen die Bäume eher wo fällen, wo es mich dann nicht so stört, wenn ein Stumpf übrig bleibt. Also wenn die alle so wenig geben, dann werden wir sehr lange sammeln, bis wir dieses Storage-Ding da freigeschalten haben. Weil das ist ja nix. Wie viel gibt das Ding hier? Ach, das gibt gleich einfach gar nichts. Ja, sehr gut. Das ist ja optimal. Aber dafür haben wir jetzt den Platz hier nochmal gefunden. Und hier kriegen wir nochmal eine Steel Pipe und alles drumherum. Und ein Steel Wire. Und Nägel. Das kriegen wir nicht auf, ne? Nee, das kriegen wir noch nicht auf. But at least it's something. Das liegt safe an der Schwierigkeitsstufe, ja. Einmal Regenwald abholzen für eine Lagerkiste. Large Trees Map Hint found. Cool.
Wenn ich jetzt also theoretisch gesehen eine Karte hätte, dann hätte ich jetzt eine Empfehlung, also einen Ratschlag dafür bekommen, wo ich große Bäume finde. Vielleicht geben die dann mehr Holz. So. Naja, geht ja doch eigentlich ganz schnell voran. Außer, dass ich gleich wieder durstig bin. Ja, ja, da liegen noch Zweige. Aber ich habe keinen Storage-Platz gerade und ich habe so viele Zweige, die ich eh alle gerade nicht brauche, dass ich die jetzt teilweise absichtlich liegen lasse und die dann einfach bei Bedarf hole, weil ich nicht weiß, wo ich storagen soll. Dankeschön, Coini, für 2 Jahre. Alter, 2 Jahre ist auch richtig krass, ey. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Nee, nee, wir brauchen diese Planks. Wir brauchen die Dinger da. So. Dann laufen wir jetzt wieder zurück zum Wasser, weil wir sonst dürsten. Ich möchte es nicht ausprobieren, Cyberguest. Da unten ist Wasser, da unten ist Leben. Aber Nahrung wird jetzt auch langsam unangenehm, ne? Langsam im Sinne von jetzt. Ich glaube, für den Kochbereich brauchten wir 3 Driftwood. Habe ich das richtig im Kopf? Weiß das noch jemand? Hat jemand aufgepasst? Ich glaube, ja. Sehr gut. Das haben wir dann nämlich jetzt auch. Eins hattest du schon gefunden. Ja, genau. Ist das Game wie Ark? Es ist ein Survival-Game, aber es hat sonst nichts mit Ark gemeinsam. Es ist nur das ähnliche oder das gleiche Genre. Oh, es kann auch regnen. Boah, ich frage mich, ob man potenziell selber Wasser sammeln kann dann, aber safe. Die Frage ist halt, kriege ich die Küche eventuell auch gebaut? Ich krieg die Küche auch gebaut. Und ich glaube, ich würde die Küche sogar vorziehen. Um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, dass das Kochen für uns actually kritischer wird. Als das Lagern.
Ich muss jetzt diese scheiß Shrooms essen. Boah, Gott sei Dank. Wollte ich gerade sagen, die mir ein Risiko darauf geben, dass ich mich vergifte. Aber ich habe nicht genug Bolts, um das zu bauen. Dann machen wir erst das hier. You got 4 extra storage boxes. Ach du Scheiße. Es ist jetzt so viel größer. Oh Gott, jetzt habe ich da oben richtig Storage-Platz. Okay, krass. Aber wir wollen das hier als nächstes machen. Ich hätte genug Dinger gehabt. Ich habe es nicht gesehen. Aber ich krieg beide erledigt. Also ich krieg beide gemacht. Ich muss nur Holz hacken. Das krieg ich auch schnell umgesetzt. Dann mache ich einfach beide. Alles gut. Das sind ja auch nur 12 Fireplanks. Das andere waren 28. Also das ist eh viel entspannter. Wir roden einfach den Wald. Okay, das ist leer. Das kann man nicht roden. Oh, wir hungern gleich wieder, Leute. Wir hungern jetzt. Ah ja, klar. Weil wenn du keine Ausdauer hast, dann kostet das Schlagen direkt Nahrung. Aber generell kostet das Schlagen auch einfach Energie. Das heißt, desto mehr Wald ich rode, desto mehr Essen brauche ich. Das Spiel suggeriert ja fast, dass wenn du körperlich anstrengende Dinge tust, dein Körper mehr Nährstoffe braucht. Ist ja absurd. Meine Rettung. Meine Rettung. Wer hat sich denn den Mist ausgedacht? Ja, ist völlig absurd. So, und jetzt brauchen wir noch nur noch 2 und Nahrung. Ich glaube, der blaue Nebel ist einfach nur atmosphärischer Dunst. Ich glaube, der hat sonst keinen anderen Mehrwert. So, das haben wir auch abgeschlossen. Ja, gib mir Essen. Gib mir alles Essen, was du hast. Ich hungere. Ich hungere. Oh ja. Gib mir auch dieses Essen. Da, sorry. Ich bin gefühlt immer an der Kippe meiner Existenz gerade, was mein Leben angeht. Aber das wird schon. Dankeschön, Finnwriter, für die 27 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank, ey. Dankeschön für den Support und ganz, ganz viel Spaß im Stream weiterhin. Dankeschön. Habe ich schon, ja, ich bin schon wieder drüber gelaufen, ne? Ich muss halt echt aufpassen. Ich sprinte immer in meine Ausdauerleiste rein und dann ist das Spiel so, Aber es hat auch ein bisschen was von Don't Starving auf dem Schwierigkeitsgrad, was ich geil finde. Also ich mag das, dass das so ein bisschen challenging ist. Und du dir alles halt so einteilen musst. Finde ich sehr, sehr cool. So, Leute.
Wir können jetzt kochen. Wir haben hier noch Nahrungsmittel, die wir nicht verarbeitet haben. Wir können hier... Dafür brauchen wir Sticks. Ich glaube, es war eine sehr gute Idee, dass wir diese Küche gebaut haben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Gamechanger, dass wir jetzt hier Essen kochen können. Hallo, Kula! Das ist, glaube ich, sehr smart gewesen. Hier gibt es einen Brewing Room und hier gibt es ein Greenhouse. Beides sehr stark auf jeden Fall. Müssen wir gleich gucken, was wir wie wo haben wollen zuerst. Ich glaube, Greenhouse ist vielleicht gar nicht so schlecht, damit wir mal unseren Nahrungssupply lösen. Weil wir sonst sicher relativ bald wieder hungern. Was war mit denen nochmal? Ah, genau, die wollten wir auch nochmal kochen. Ich habe mir das Spiel auch mal geholt, das sieht so gut aus. Ich finde auch wegklasse. Ich habe halt schon wieder Durst, ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, ich wechsle mich momentan gerade noch sehr stark darin ab, ob ich hungere oder dürste. Was völlig okay ist. Ich habe nur dieses Bedürfnis, dieses Problem zu lösen. So, ich bin dehydrated, aber ich würde das jetzt erstmal ignorieren und schlafen gehen, weil es wird kalt und dunkel. Dehydriere lieber wieder tagsüber vor dich hin. Jawohl. Mir dürstet es nach einem Glas frischem Quellwasser. Hallo Zwiebelkonnoisseur, ein wunderschön. Okay, Metallplatten, Gluck und Fireplanks. Das brauchen wir. Das kriegen wir erledigt. Wir gehen erstmal zum Wasser. Und das Gute ist, jetzt habe ich richtig geile Snacks mit dabei. Das heißt, wir werden auf jeden Fall... Oh, das Haus sieht auch richtig geil aus schon, ne? Das heißt, wir werden eventuell ein bisschen länger jetzt durchhalten und ein bisschen weitergehen können. Wir haben aber immer noch keine Map, weil wir keine Beeren gefunden haben. Und ich möchte unbedingt eine Karte haben, damit ich sehe, in welche Richtung ich laufe. Und in welche Richtung ich laufen muss. Das würde mich auch unweigerlich sehr viel effizienter machen. In meiner ganzen Bewegung. Noch ein Hase. Noch ein Stick. Noch ein Stick. Ah ja, nicht in meine Ausdaueranzeige reinlaufen. Sonst wird das wieder doof. Braucht man Karte und Kompass für die Richtungsanzeige oder was macht den Unterschied? Das sind zwei unterschiedliche Items, aber ja, du brauchst den Kompass für die Richtung. Yep, yep. Ich gehe davon aus, dass du deine Figur nicht auf der Karte eingezeichnet wird. Das heißt, du musst dich mit dem Kompass, mit dem, was du siehst und mit der Karte selbst orientieren.
Ah, noch eine Morchel. Das ist gut. Eine Morchel ist gut. So. Ich habe ein bisschen Tempo drauf quasi, weil ich das Gefühl habe, ich muss ein bisschen weiterkommen, um neue wichtige Ressourcen zu finden. Und wir kommen ja sonst nicht so weit. Oh, das ist ein Feld. Spannend. Weil wir sonst eh wieder umdrehen müssen, weil wir dursten. Ich bin gespannt. So, ich kann halt gleich nichts mehr tragen. Das heißt, wir können eh umdrehen, weil ich eh nichts mehr betragen bekomme. Aber hier finden... Ah, jawohl, hier vorne sind Ressourcen. Hier vorne sind Ressourcen. Jetzt habe ich so viel anderes Zeug eingepackt. Ich kann das ja mal fallen lassen. Und hier... Wir brauchen Metallrohre. Ja, wir brauchen Steel Pipes. Das ist vor allem das, was wir gerade brauchen, um weiterzukommen. Und ein Blueprint. Pickaxe. Oh, damit können wir wahrscheinlich Steine kloppen dann. Old Rex, das bringt uns gerade noch nichts. Steel Pipe, jawohl. Na gut, dann esse ich noch da die hier einmal und nehme dann noch mit. Was habe ich denn noch, was ich mitnehmen könnte? Nehmen wir noch Steel Wire mit. Bolts oder Steel Wire. Ja, jetzt habe ich Steel Wire schon im Inventar. Dann muss ich einfach wieder hierher kommen. Ich werde sicher nochmal hierher kommen. Ich muss es halt nur wieder finden, aber... Oh! Und noch ein Map Hint, den wir gefunden haben. Sehr gut. Und dann gehen wir am Wasser zurück. Es wird auch bald schon dunkel. Das heißt, ich werde auch bald wieder frieren. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig zurück. Ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geschaut. Das wird unangenehm werden. Genau, Blackcurrant brauche ich für die Karte. Deswegen habe ich das jetzt nicht gegessen. Und ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich es für die Karte brauche. Jawohl, wir haben noch einen Blackcurrant gefunden. Oh, die kann ich gerade nicht mitnehmen. Aber da sind auch noch Pflanzen. Ich mache das mal nicht auf, damit ich das danach besser finde. Aber hier haben wir noch einen Dumping-Spot gefunden. Wir laufen nur einmal ganz kurz durch. Wir bleiben nicht stehen. Wir haben keine Zeit. Und oh, warte mal, die Sonne ist doch... Hä, ist die Sonne nicht gerade untergegangen? Ach, das war Sonnenaufgang. Ich war so schnell. Ach, die ist vorhin auf. Dann habe ich ja gar nicht so einen Zeitstress, wie ich gedacht habe. Ja, dann ist ja übel entspannt. Ich kriege die Sachen nur alle nicht getragen, leider gerade. Also ich muss auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Das sind auch so Samen, die ich auch unbedingt haben möchte. Okay.
Wir müssen uns einfach merken, in welche Richtung ich hier gelaufen bin. Wir werden es uns nicht merken. Ich werde es nicht finden. Vor allem, weil es hier bergab geht. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie schief laufen, damit ich quasi wieder runterkomme von dem Hügel, auf dem ich bin. Und darin werde ich meine Orientierung verlieren. Was passiert, wenn die Sonne untergeht? Es wird kalt und dann friere ich und dann sterbe ich, weil ich erfriere. Weil ich noch keine Kleidung habe, um in der Kälte in irgendeiner Weise zu überdauern. Also ich merke mir, ich muss runter zum See laufen und dann muss ich an dem See vorbei, da wo die Enten sind, und dann hinten die Steigung hoch. Und wenn ich dann da zu dem Horizont laufe, entdecke ich Dinge, die ich brauche. Ein Kompass würde echt helfen. Dunkel wird's auch. Nee, ich warte, bis ich starve. Ich esse jetzt. Wenn mein Essen effizient ist und nichts verschwendet wird. Weil momentan haben wir immer noch solche Nahrungsprobleme, dass ich gerne bis auf den letzten Moment warte, bevor ich Essen verschwende. So. Hallo Haus. Fireplanks sind die Dinge, die fehlen, genau, aber wir wollten, boah, was wollte ich denn, was wollte ich denn zuerst craften? Das mal hier rein. So, ich könnte mir jetzt tatsächlich, weil dafür brauche ich Glue. Glue werde ich, glaube ich, erstmal länger noch nicht haben. Wir wollen, also da Reinforced Planks jetzt. Oh, und da gibt es auch eine Picking Axe. Dafür brauchen wir Beeswalks, da waren wir noch gar nicht. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal ein Water Canteen quasi. Dafür brauchen wir noch eine Metal Plate. Und dann brauchen wir dafür nochmal Bolts. Und dann fehlen mir tatsächlich immer noch einmal Bolts dafür. Krass. Wie viele Jute-Dinger habe ich denn? Dann könnte ich mir noch eine Fishing Rod bauen oder eine Map. Ich hole mir zuerst eine Map, damit ich sehe, wo ich bin. Jawohl, wir haben sogar einen Punkt, wo wir sind. Okay, dann sind hier Hints, wo man was Spezielles finden kann. Und da sind jetzt auch die Orte einlockiert. Okay, das ist unfassbar viel wert, dass wir das jetzt haben. Das hilft uns tatsächlich extrem. Und dann müsste ich aber trotzdem noch eine Angel bauen können. Dafür brauche ich ja nur Sticks gerade noch.
Das heißt, ich kann mir auch hier noch eine Fishing Rod bauen. Fishing Rod. Find a leg and equip your fishing rod to start fishing. Look for ripples on the water to find good fishing spots. Geil. Das heißt, wir haben jetzt auch eine Angel. Okay. Ich packe das Moos einfach mal nach oben, weil ich das und auch das hier, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Und auch das hier, weil ich das erstmal noch nicht brauchen werde. Deswegen packe ich das erstmal in diese Kiste und teile so ein bisschen auf, damit ich unten alles andere reinschmeißen kann. Sehr schön. Ich glaube, es ist unrealistisch, den Kleber hier schon als Ziel zu haben. Ich glaube, es ist unrealistisch, weil wir diesen Large Resin und Lime Mineral brauchen. Ich glaube, dafür werden wir noch ein bisschen brauchen. Gibt es vielleicht ein anderes Gebäude? Ich glaube, Huffungus und Dogbane Stems. Ja, aber ich brauche keinen Brewing Room. Ich brauche das zum Essen. Vielleicht ist es gar nicht so blöd, den Fokus genau darauf zu legen. Für das brauche ich auch Glue. Na gut. Dann komme ich eh nicht drum herum. Dann müssen wir für den Glue gehen. Dann bleibt uns eh nichts anderes übrig. Dann kann ich aber trotzdem noch mal Holz hacken. In der Zwischenzeit. Naja, 15 Euro auf Steam kostet das. Genau, das ist tatsächlich nicht so teuer, das Spiel. Und wir können jetzt auch auf jeden Fall die ganzen Sticks mitnehmen. Weil wir ja jetzt wissen, dass wir die auf jeden Fall brauchen werden. Da können wir nichts abbauen, ne. Habe ich schon vermutet. Ich frage mich, was der Plan sein wird, um an Bienenhonig ranzukommen. Ob der einfach daraus besteht, dran zu laufen und sich gegen zu heilen, wenn die Bienen stechen. Hallo nur Sudan, einen wunderschönen. Kann ich hier kurz... Ja, ich kann hier ganz kurz Pause drücken. Es hat geläutet, ich bin gleich wieder da, ihr Lieben. Ich bin diesmal nicht gestorben, während ich weg war. Das ist ja gut. Dankeschön, Turtle Squad, für 100 Bits. Dankeschön. Okay. So. Dankeschön. Dankeschön wegen den Bits.
So. Gleich wird es eh wieder dunkel, müssen eh gleich wieder zurück. Aber dann haben wir hier schon mal ein bisschen vorausgesammelt. Und morgen können wir dann angeln. Dankeschön, McDosius, für den Prime. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Und einmal schlafen. Dankeschön. Dankeschön, Schirmcrafter. Vielen lieben Dank auch an dich für den Prime. Willkommen bei den Eumeln. Danke, ihr Lieben, für den Support. Hallo, Pia und Chat. Liege ich halb krank auf dem Sofa und es ist einfach so entspannend, hier zu sein. Ich wünsche dir gute Besserung. Schön, dass du deine Zeit mit uns verbringst, auch wenn du krank bist. Und ich wünsche dir eine wundervolle gute Besserung. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Besserung. Da ist dieser See. Und da hinten waren diese Spots, bei denen wir waren. Ich würde sagen, wir gehen nochmal gen See und gucken mal, was wir da hinten noch finden. Dankeschön, Nusuadon. Vielen lieben Dank für den Subbomber und willkommen an alle Eumel. Willkommen bei den Neuen hier. Dankeschön für die Unterstützung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Emotes. Vielen, vielen lieben Dank. Nein, ich habe nicht gespeichert. Speichern klingt nach einer guten Geschichte. Ich glaube, speichern sollte man sich in diesem spezifischen Game auch wirklich jeden Tag in der Früh angewöhnen. Damit man nicht so viel Speicherstand verliert. Ja. Danke für die Erinnerung. Speichern ist eine gute Erinnerung. Pier spielt Zen-Mode, aber den normalen. Eher den Hardcore. Wir spielen auf schwer. Wieder mal. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch einfach wieder super viele Subs in den letzten 3 Tagen. Das ist halt komplett crazy, ey. Danke. So, dann würde ich einmal vorschlagen, dass wir mal gucken. Ich sehe hier nichts blubbern. Aber ich gucke einfach mal, wenn ich das so reinwerfe. Ich muss wahrscheinlich nach einer Stelle suchen, wo es blubbert. Ich glaube, hier werde ich so nichts finden. Aber wir können erst mal kurz trinken. Hier ist ein Blubber. Woran merke ich, dass ich was habe? Na, komm schon. Ist das ironisch, dass ich gerade beim Angeln hungere? Catching a fish. Reel in by holding. Hold your rod to the opposite direction as the fish is heading to keep a steady leg tension. If the line tension is too high, the line will break. If it's too loose, the fish might slip off the hook. Oh Gott. Oh Gott. Erstmal essen. So, wir müssen das, ich muss das einmal hinkriegen. So. Ich sehe den Fisch. Der Fisch schwimmt hin. Der Fisch müsste jetzt jeden Moment anbeißen. Ich sehe ihn. Na komm schon. Nimm es.
Fishy. Ich habe ja gar keine Geduld für Angeln. Fischi. Vor allem, das verbraucht so viel Zeit. Wie viel Holz ich hätte schon einfach... Also... Das war... Aber jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Ich kann es nur nicht. Wie viel Holz ich einfach in der Zwischenzeit hätte sammeln können. Und stattdessen stehe ich hier und verhungere beim Fischen. Ich verhungere beim Fischen. Hallo Kampfgeist. Na komm, mach blub. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Okay, wir probieren es an einem anderen Tag. Ich glaube, es liegt am Tag. Ich kann überhaupt gar nichts dafür. Aber ich werde einfach verhungern, bis ich hier irgendwas erwischt habe. Ich bin unschuldig. Die Fische hassen mich einfach. Es sind immer die anderen. Ja, natürlich. Wo kommen wir denn hin, wenn ich selber Verantwortung dafür tragen muss? Der Vegetarier in dir hat gesiegt. Ist wahr. Aber dafür haben wir hier jetzt ordentlich was zum Looten. Und macht mich glücklich. Diese Lootplätze sind richtig viel wert, ey. Wie viel Zeug man hier findet, ist echt krass. Das ist schon echt krass. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt das an der Badehose. Echt, das Sprichwort kenne ich gar nicht. Das Sprichwort kenne ich gar nicht. Aber passend. Okay, kommen wir hier irgendwo hoch? Na gut, hier geht's eher noch runter. Oh, was für eine wunderschöne Lichtung. Holy shit. Holy shit. Blueprint! Water can blueprint found. Was kriege ich jetzt von diesen Bäumen? Ich hoffe, die Sachen wachsen nach.
Hat irgendjemand dieses Spiel schon mal gespielt und kann mir sagen, ob die Dinge nachwachsen, die ich abreiße? Scheiße. Ich kann nichts wegwerfen. All diese Dinge sind viel wert. Da hat das noch. Das kann ich wegwerfen. Ich glaube, da wächst nichts nach und spawnt nichts neu. Nein, so schnell verhungere ich nicht. Denke ich. Das schaffe ich noch. Pflanzen wachsen nach, die Bäume leider nicht. Was kann ich denn kurz wegwerfen? Ach, ich will nichts davon wegwerfen. Aber am ehesten kann ich das hier wegwerfen. Von denen habe ich die meisten. Es tut halt immer noch weh, dass ich das wegwerfe. Aber ich verhungere sonst. Die respawnen das Team. Die Bäume auch? Also, wäre schon cool, wenn die Bäume auch wieder respawnen würden. Not gonna lie. Ach, ich bin schon wieder an der falschen Kippe. Ich laufe gerade an sehr vielen Pilzen vorbei. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich morgen hin muss, um die Pilze zu finden. Jetzt haben wir ja eine... Ja, wobei... Können wir eigentlich schnell essen und den Pilz dann doch mitnehmen. Wenn wir gerade noch hier in der Ecke sind. Ach so, ich hatte zwei. Ich nehme ihn einfach einmal mit. Sieht ja erstmal so aus, als ob mehr als genug Bäume da sind. Ja, aber es geht ja auch darum, dass es nicht schön aussieht, wenn du alles auseinander nimmst. Ich ziehe ja quasi in der Geschichte von der Storyline nicht aufs Land, um dann da wieder alles niederzuholzen. Naja, wobei ich bin ein Mensch. Vermutlich schon. Jetzt bin ich dehydriert. Fungus. Den brauchen wir auch für irgendwas. Ich habe vergessen, wofür wir den brauchen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich den auch für irgendwas brauche. Deswegen nehme ich den gerade auch mit, wo auch immer ich ihn sehe. Ich bin noch keinem Bären begegnet, nein. Und ich weiß nicht, ob die Map zufällig generiert ist, aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich spiele es auch das erste Mal. Man kommt nach Hause und hungert. Großartig.
Die Maps bei dir, sieht bei dir genauso aus wie bei mir damals. Ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht zufällig generiert. So, erstmal was essen. Das ist gut. So, und dann wollten wir einmal schauen, was brauchen wir für Glue? Okay, Light Resin haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch Lime Mineral. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich aber eine Pickaxe. Damit wir das abbauen können. Kriegen wir ein Water Canton jetzt gebaut, ist die Frage. Ich muss das gleich oben in die andere Truhe packen. Hatte ich nicht noch eine Steel Pipe? Ja. Ja! Oh Gott. Wir haben ein Water Canteen. Oh, und man kann auch eine Water Can bauen später. Das ist ja süß. Aber vor allem haben wir eine Water Canteen. Das heißt, wir werden nicht mehr konstant dursten. Das macht mich sehr glücklich. Wir haben jetzt dann was zum Trinken dabei. Das ist ganz gut, glaube ich. So, dann wollen wir einmal in diese Box noch Sachen packen, die wir nicht direkt nutzen können, damit die da einmal gesaved sind und ich die nicht aus Versehen irgendwie ausgebe oder so. Genau, dann wollen wir das einmal hier reinpacken alles. Und dann wollen wir einmal gucken, genau hier brauche ich die Hoffungus und Duckbane, whatever. So, einmal schlafen. Und dann schlafen, genau. Aber erst Process saven. Alles klar, Nanami, bis später. So. Tag 7. Wundervoll. Das heißt, Aufgabenbereich für uns heute ist Steel Wire, Steel Pipe, B-Wax. Steel Wire haben wir, mehr als genug. Was uns fehlt, ist Steel Pipe. Die Frage ist, was brauche ich denn dafür? Kriege ich das vielleicht schon? Nee, dafür brauche ich auch Steel Pipe. Ich komme nicht drum herum, ich brauche Steel Pipes. Wir wandern einmal heute hier links hinauf. Und müssen schauen, dass wir unterwegs auch was zum Essen finden. Weil wir haben nichts mehr zum Fooden. Erstmal kein Food anymore. Wir hungern auch schon wieder. Also wir haben auch gar nicht so viel Zeit, um was Essbares zu finden. Ein Mann vom Teufel spricht. So, einmal trinken. So, dann ist die aufgefüllt. Das heißt, wir haben jetzt Wasser mit dabei. Das ist sehr viel wert. Und noch mehr Fungius. So, ich habe ein bisschen Angst, wie wir das mit dem Beehive machen. Oh Gott. Die verfolgen mich. Aber nur kurz. Okay, also es ist quasi einmal draufhauen, weglaufen und dann wird man sie los. Good to know. Für irgendwas wollten wir Beewax auch haben. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Aber für irgendwas hatten wir es auch auf der Liste auf jeden Fall.
Okay, Wasser gegen Bienen, das wäre meine Idee auch gewesen. Ah, für die Pickaxe. Für die Pickaxe. Und hier drinnen wird es dann wahrscheinlich... Ressourcen zum Abbauen geben. Ja. Und dafür brauchen wir dann eine Pickaxe, weil so kriegen wir hier nichts gelöst. Aber wir haben einen Blueprint. Tent Blueprint. Oh, das heißt, wir können dann vielleicht zukünftig für weitere Strecken für unterwegs ein Tent bauen. Dann musst du nicht immer am gleichen Tag wieder zurücklaufen. Smart. Okay. Das heißt, wir haben die Cave hier entdeckt. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas Sinnvolles finden. Bin ich schon wieder am Stalven. Ich bin auch irgendwie nur am Hungern konstant, ne? Ausschließlich. Irgendwie macht es mir langsam ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt schon so viel von der Karte aufgedeckt haben, aber wir immer noch keinem Bären über den Weg gelaufen sind. Macht mich so ein bisschen nervös. Weil ich mich halt frage, wann wir das erste Mal in den Bären reinlaufen. Und ich auch ehrlich gesagt nicht in den Bären reinlaufen möchte. Das ist der viel wichtigere Aspekt. Was ist das für ein Auge. Ich habe da oben ein Auge. Aber ich weiß nicht, aus welcher Richtung. Irgendwo... Nee, nee. Es war nicht die Sonne, die untergeht. Ich hatte ein Auge in der Mitte. Ihr habt das gesehen, oder? In der Mitte von meinem Bildschirm oben hatte ich so ein Symbol, als würde mich was sehen. Also wenn das in dem Spiel tatsächlich so ist, dass der Bär dich viel früher sieht, als du ihn siehst, und du dann so ein Augensymbol bekommst, und in Deckung gehen musst, dann finde ich das ziemlich cool, weil das dann ja sehr realitätsnah ist, sag ich mal. In der echten Welt ist ja auch so, dass die Bären meistens schon mitbekommen, dass du da bist, lange bevor du mitbekommst, dass der Bär da ist. Da ist es wieder. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Es ist mir noch nicht aufgefallen bis jetzt.
Also vermute ich, dass dort wahrscheinlich auf der Seite irgendwo ein Bär ist. Oder so. Weil wir haben es bis jetzt nirgendwo gehabt. Ich weiß es nicht. Nee, wir finden das nicht heute raus. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Und securen den Honig, den wir da jetzt das erste Mal ganz erfolgreich akquiriert haben. Und dann schauen wir weiter. Es ist aber auch viel Honig in der Nähe, könnte sich ergeben. Schon, ne? Es ist am Rand der Karte, es ist viel Honig in der Nähe. Ich finde auch, dass es so wirkt, als könnte da ein Bär wohnen. Also wir gucken uns das auf jeden Fall nochmal an. Aber erstmal Essen securen. Essen securen, B-Wax securen, Spitzhacke bauen. Wobei wir halt immer noch nicht genug Metall dafür gefunden haben, um die Spitzhacke fertig zu bekommen. Mal gleich gucken. Nee, wir haben auf der Karte nichts markiert. Nur hier so einen Höhleneingang, glaube ich. Und sonst haben wir nichts markiert auf der Karte bis jetzt. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Das bedeutet, wir können eigentlich noch mal zum Wasser runtergehen, weil die Sonne geht noch nicht unter. Und können noch mal versuchen, ob wir vielleicht jetzt doch noch einen Fisch bekommen. Ich muss das einmal hinbekommen. Und ich komme ja, wenn sobald das Symbol für die Sonne geht unter, losgeht, habe ich ja immer noch mehr als genug Zeit, um nach Hause zu laufen. Aber bevor ich nur in der Zuhause dann so rumsitze, einfach noch mal gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendwie einen Fisch gefangen bekommen. Weil wir brauchen irgendwie noch eine Nahrungsquelle. Und wir brauchen eine Fischgräte eh auch für eine der Sachen, die gebaut werden muss. Also ich muss das eh hinkriegen irgendwie, früher oder später. Ja, ich glaube, beim Süden sind auch noch ein paar Kisten, die wir aufkriegen müssen. Und wir brauchen auch noch so ein Schloss quasi, um die aufzusperren. Ja, wir sind auch schon wieder am Stalven. Seit. Ist alles schwierig, essenstechnisch. Dankeschön, Kaiser Lukas. Für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber nicht so, wie du es machst. Was mache ich nicht richtig? So. Fischi, Fischi, Fischi. Also ja, ich habe ja keine Ahnung, wie das geht. Ich finde das schon raus. Dankeschön, Kaiser Lukas, dir auch. Na komm, hallo Rebella. Na komm. Ich hab Hunger.
Jetzt gehen wir doch direkt drüber. Okay. Wo ist er denn? Er müsste doch direkt vor uns sein, eigentlich. Wir werden halt verhungern. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir verhungern. Ich will das nicht essen, das ist voll die Verschwendung, wenn ich das so esse, das kann ich essen. Komm schon. Ich hab's doch direkt dorthin geworfen. Ich verstehe es nicht. Ich hab's doch direkt, also mir wurde gesagt, ich muss es dorthin werfen, wo die Blubberblasen sind. Aber das funktioniert nicht. Ha! Dann muss ich vielleicht actually... Alter, ich hab kein... Wie soll das denn gehen? Nein! Ah! Also ich muss es ein bisschen bewegen, wenn es im Wasser ist. Auf jeden Fall. Oh mein Gott! Oh, es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott. Ah. Ah. Mir ist kalt. Ich weiß, dass mir kalt ist. Ich sehe es. Ich sehe, dass mir kalt. Ich sehe auch, dass ich müde bin. Ich sehe es, Spiel. Ich sehe es. Bis zur letzten Sekunde gefischt, ey. Survival, ey. Holy shit. So, und jetzt können wir hier Food gucken.
Und hier sollte mir jetzt eigentlich auch langsam wieder warm werden. Wenn ich mich nicht irre. So. So, haben wir Schlaffi. Oh mein Gott. Ob das gerade Stress war? Lass uns was Entspanntes spielen, sagte sie. Cozy, sagte sie. Was sie jetzt sagt, ah, ich verhungere, mir ist kalt. Ja, ist halt echt so. Geil, dann haben wir das mit dem Essen erledigt und einmal mit dem Trinken. Und ich muss mal ganz kurz noch was gucken, ich bin gleich wieder bei euch. So, geil. Einmal, gespeichert haben wir gerade. So. Essen, Trinken haben wir alles erledigt. Geil. Gespeichert haben wir. Oh, jetzt können wir auch Tents, ne? This is a temporary shelter, but it will help you sleep outside comfortably. Damit können wir längere Touren machen. Was uns aber noch nicht wirklich was bringt, weil wir eh nicht genug tragen können, um längere Touren zu machen. Steelpipes fehlen uns. Uns fehlen Steelpipes. Das ist eigentlich das, was am meisten fehlt gerade. So, dann legen wir das einfach mal hier alles rein, was wir hier haben. Und packen das andere hier oben hin, wo es erstmal sicher verstaut ist. Wundervoll. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem Teil hier machen kann. Ich habe noch nicht so richtig durchgeblickt. A clever sewer can... Ah, damit kann man was... damit kann man dann irgendwie was nähen. Mit dem Teil. Das ist so Fischhaut, aus dem du dann was herstellen kannst. Das ist nichts zum Kochen quasi. Dann sind wir dann, wenn wir hier oben, kriegen wir dann eine Nähstube. Aber dafür brauchen wir Dogbane Stems. Ich habe leider auch noch keine Ahnung, wo wir Dogbane Stems herbekommen. Sonst könnten wir hier auch schon einen Brewing Room herstellen. Hier fehlt uns noch Glue. Das ist noch ein bisschen mehr Aufwand. Aber das wäre das. Was haben wir denn hier nochmal? Map haben wir jetzt schon. Kompass brauchen wir eigentlich gerade nicht. Wir kommen so recht gut zustande. Das haben wir noch nicht gelernt. Das brauchen wir auch gerade alles nicht. Health brauchen wir auch eigentlich gerade nicht. Und um die Sachen können wir uns auch noch nicht kümmern, gerade weil wir noch nicht genug Ressourcen haben. Gut, dann. Lass uns mal in eine Richtung gehen, wo wir... Lass uns mal vielleicht in diese Richtung schauen. Also hier so und gucken, was wir in die Richtung vielleicht noch finden. Nein, Crafting bedient sich nicht aus den Kisten. Genau, einmal nach Süden looten und schauen, ob wir hier noch Sachen kriegen. Hat das Spiel Multiplayer? Ich glaube nicht. Aber es ist ein sehr schönes Spiel, um alleine Dinge zu entdecken. Es macht sehr viel Spaß. Man fühlt sich auch nicht einsam in dem Spiel. So. Nägel. Okay. Noch eine Rope. Nägel. Ja, wir brauchen halt... Steelpipe. Wir brauchen halt in erster Linie eine Steelpipe gerade. Und die sind recht selten.
Lockpick habe ich gerade rechts markiert. Also sieht man gerade auch. Wir brauchen 2 Steelpipes, 2 Nägel, 2 Bolts. Dankeschön, Gibi. Vielen, vielen lieben Dank für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Wer eine Eumelbande hat, ist noch nie alleine. Nee, nee, ist auch nicht. Also ich fühle mich auch nicht alleine, wenn ich spiele im Stream. Es fühlt sich immer an, als würden wir es gemeinsam entdecken. Ich lieb's. Also ich möchte und will, also ich will einfach alleine so Singleplayer-Spiele auch nur noch ganz selten spielen, weil es halt im Stream viel mehr Spaß macht, die Dinge zu entdecken. Hallöchen, noch für Austrian, ein wunderschön. Ja, eigentlich brauchen wir 4 Steelpipes, right? Weil wir die Bolts ja auch noch herstellen müssen. Ich habe generell das Gefühl, dass diese Pipes super selten sind. Also wir brauchen noch irgendeine bessere Pipequelle. Die sind unsere größte Herausforderung right now. Bin ich hier? Ja, ich bin hier an der Map-Grenze. Ach Gott, die Kinder über uns spielen. Alles vibriert, der ganze Boden. Halleluja. Immerhin kriegen wir hier jetzt wieder ordentlich was an Essen gesammelt. Das werden wir brauchen, um eh wieder Vorräte aufzufüllen. Das klingt, als würde da über uns irgendwas einschlagen. So. Ja, das, die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob ich nicht mehr Metall bekomme, wenn ich zuerst das Lockpick mache, weil ich mir vorstellen könnte, dass in diesen Truhen noch mehr Metall drin ist. Und ich weiß nicht, ob ich mich da selbst ausbremse, wenn ich zuerst die Spitzhacke mache. So. Und es sind doch sehr viele von diesen Kisten. Ah, hier sind auch Bolts. Und die kriege ich auch nicht getragen gerade, weil ich so viele Sachen im Inventar habe. Ich muss das einmal essen und die Bolts hier mitnehmen noch. Weil die brauchen wir ganz dringend. Das ist, gerade eine sehr gute Lootstelle für uns. Da gibt es gerade sehr, sehr viele wichtige Sachen. So. Ich glaube, Werkzeuge nutzen sich gar nicht ab, wenn ich das richtig gesehen habe. Werkzeuge nutzen sich gar nicht ab. Aber uns fehlt immer noch eine Steelpipe. Wir haben so einen ganzen Lootplatz gelootet. Und trotzdem fehlt uns noch eine Steelpipe. Die sind echt selten. Die sind echt richtig, richtig selten. Ich meine, wir können jetzt längere Wege zurücklegen, weil wir auch was zum Trinken und alles haben. Aber es ist ja trotzdem... ist trotzdem schon hart. Wie wenig man hier findet. Ach, das war nur der Schatten, der so gefallen ist. Gut. Glück gehabt.
hat uns nicht vergiftet. Eigentlich schön, dass nicht so viel Zeug im Wald rumliegt. Also naja, dafür ist es schon sehr viel. Finde ich. Ah, das ist alles Mapprand, den wir hier quasi gerade entdecken. Das ist alles Mapprand. Inventory full. Also, eine Lootstelle wäre es mal langsam wieder, ne? Also, ich will ja nicht sagen, aber da könnte schon mal wieder eine Lootstelle irgendwo kommen. So als Idee. Vor allem hier ist dann auch bald Ende. Oh. Oh, man kann rauszoomen. Okay. Da ist noch nicht so bald Ende. Dann lass uns die Lücke, die wir ja hier potenziell haben, vielleicht erstmal schließen. Wobei ich glaube, hier kommen wir gar nicht durch. Na gut. Ich hätte einfach nur rauszoomen müssen. Der Wald ist wesentlich größer, als ich gedacht habe. Finde ich jetzt auf dem Weg nach Hause keine einzige Lootstelle mehr. Das wäre sehr sad. Uns fehlt halt nur noch ein Steelpipe für die Lockpick. Das wäre halt der ultimative Gamechanger, wenn ich die fertig bekommen würde. Eine Lockpick. Das sieht nicht gut aus, Kinders. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht aus, als würden wir hier... Also, das wird langsam sehr eng. Auf dem Weg nach Hause. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Nee, einen Bär will ich nicht finden. Jinx das doch bitte nicht. Nee, und hier ist jetzt wieder Wasser. Oh, scheiße. Ja, scheiße. Uns fehlt echt eine... Ein Dingsi. Gut, dann wieder zurück. Und dann gleich nochmal neu gucken dann. Ja, das ist schon sad.
dass hier eine gewisse Art von Special Loot sein könnte. Also spezielle Bäume oder spezielle, so eine Mine quasi. Aber die Mine kriegen wir noch gar nicht gebaut, weil mir für die Mine noch eine Spitzhacke fehlt. So. Hallo zu Hause. Einmal speichern. Einmal in die Küche und einmal kochen. Und einmal Essen rausholen. Oh, Bröcki, danke schön für den Raid. Das ist sehr nett. Vielen, vielen lieben Dank und Hallöchen an alle. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Was habt ihr gemacht, Schönes? War das League? Wir spielen übrigens, ne, ich hab's gestern auch schon erzählt, aber wir spielen tatsächlich morgen League mit Bröcki. Oder besser gesagt, Bröcki coacht mich in League, weil ich suck in League. Und ich würde gern wieder gut werden in League oder zumindest akzeptabel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid und Hallöchen. Hallo, 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 hallo. Wir spielen heute, boah, wie heißt das? Irgendwas mit Bäumen. Open Trees, Beyond Trees, In Trees, kein Plan. Irgendwas mit Bäumen ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ist ein Singleplayer-Aufbauspiel in einem Wald und du craftest dich quasi so durchs Leben. Among Trees, dankeschön. Ich dachte bis gerade eben Warhammer, aber League ist auch geil. Wir können auch Warhammer spielen. Wir hatten wegen League und Warhammer gequatscht und wir hatten uns wegen beidem, wir sind wegen beidem verabredet, aber also ich hatte gedacht, wir spielen League. Wir können aber auch beides machen morgen, ne? Also je nachdem, wie viel Bock und Zeit du hast. Ich habe nichts anderes vor morgen, außer mit dir zu zocken in meinem Stream. Das heißt, wir können auch... Wir können so lange zocken, bis ich Hunger habe oder du keinen Bock mehr auf mich hast. Je nachdem, was schneller eintritt. Es geht beides. Okay. Wie hoch glaubt ihr, Chat, ist die Chance, dass ich, wenn ich diese Pickaxe da bekomme, dass ich damit selber Metall abbauen kann? Glaubt ihr, das funktioniert? Und dass ich dann diese Pipes gar nicht mehr brauche? Ich habe halt diese Hoffnung, dass ich über diesen Weg dann vielleicht... Ne? Weil ich habe halt so ein bisschen Angst, dass ich es mir halt... dass ich das falsch ausgebe und dann habe ich wieder ganz andere Probleme. Also hier haben wir ja jetzt überall gesucht. Hier links haben wir, können wir nochmal gucken, ob wir hier nach links oben für noch eine Lookstelle finden oder hier oben. Ich glaube, ich gehe hier nochmal rauf. Ja. Ich glaube... Vom Gefühl her, glaube ich, sollte ich erst dieses Schlossding machen und dann die Axt. Ich glaube, dass wir die letzten Pipes, die wir brauchen, über das Schlossding holen und nicht über die Axt. Aber ich weiß es nicht. Weil wir haben noch so viele Truhen, auch in unmittelbarer Nähe, an die wir einfach nicht, wo wir einfach nicht rankommen gerade, weil wir sie nicht aufgesperrt bekommen. Und ich frage mich halt, ob wir da, weiß ich nicht. Ja, wir werden sehen. Wir werden es ausprobieren, auf jeden Fall. Maus und Maus. Ah, guck mal, da haben wir wieder mehr von denen. Ich glaube, ich werde irgendwann nur von diesen einen Pilzen da leben, die auf den Bäumen wachsen. So.
Nee, aber meine Flasche ist noch fast komplett voll. Aber meine Ausdauer übersehe ich die ganze Zeit. Das ist eh gut, dass er da mit mir schimpft. Ich bin da sehr nachlässig. Lauf konstant an meine Ausdauergrenze rein. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwo was? Nee, ne? Oh mein Gott, da gibt's ganz viele von diesen lustigen Pflanzen, die ich gesammelt hatte, bei denen ich immer noch nicht genau weiß, was ich aus denen dann machen kann. Oh, das ist zum Bierbrauen. Ach, lol. Gut. Dann haben wir unsere... Oh, wir sind falsch gelaufen. Ich wollte eigentlich darüber. Na gut. Ich sage eigentlich mitten im Bild ja. Und ich habe kognitive Dissonanz. Ich bin sehr gespannt auf das Bierbrauen. Ich meine, hier kriegen wir jetzt erstmal wieder unfassbar viele Beeren und alles. Aber halt immer noch keine Lotstelle. Uns fehlt halt... Eins Lootstelle fehlt uns. Ich mache mir halt jetzt schon langsam ein bisschen Sorgen, dass ich mein Metall falsch ausgegeben habe. In der falschen Reihenfolge. Aber das kann doch eigentlich fast nicht sein. Weil du bekommst ja auch keine... Dir wird ja auch nicht gesagt, in welcher Reihenfolge du es ausgeben musst. Was habe ich gesagt? Wenig Tiere? Was? Was habe ich gesagt? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe es vergessen. Oh. Wir haben einen Moor gefunden. Das sind die Dinge, die wir zum Brauen brauchen. Geil. Haben wir aber was Neues gefunden damit zumindest. Dann kriegen wir den anderen Raum fertig gebaut. Boah, ich hoffe, dass da wirklich noch zig Crash-Sites mit Metall kommen. I hope so. Ich finde halt irgendwie kein einzige mehr. Und die, die ich gefunden habe, die sind halt nicht fertig gelootet. Aber ich krieg sie auch nicht weiter gelootet. Weil da sind halt diese Kisten, wo du einen Schlüssel dafür brauchst, dass du sie aufbekommst. Und ich sammle gerade für den Schlüssel. Mir fehlt ein Stück. Oh mein Gott. Da oben ist einer. Aber bei dem wäre ich, glaube ich, auch schon. Ist das ein zweiter Fluss, den ich hier gefunden habe? Ein zweiter See einfach? Ich glaube, es ist ein zweiter See. Ja, ich habe einen zweiten See gefunden. Oh, und hier gibt es auch Kettle. Ich habe eine Crate gefunden, Leute. Ich habe eine Crate gefunden. Was kann ich denn... So, ich esse das schon mal provisorisch. Wir haben sie. Und wir haben einen neuen Sammelspot gefunden. Sehr schön. Dann lasst uns mal alles an einzelnen Dingern mitnehmen, was wir mitfinden. An Steel Pipes. Und die anderen Sachen muss ich dann später holen. Old Rex? Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gefunden gehabt.
Ach so, Old Rags. Hm, klar, doch. Stoff. Me stupid. Me stupid. Alter, die Steelpipe, ne? Die Steelpipe macht mich so glücklich gerade. Dankeschön, Lilith, für die 53 Monate. Und ganz, ganz, ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und willkommen zurück bei den Eumeln. Vielen lieben Dank für den Resub. Schön, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Geil, das ist jetzt der Spot hier oben, den wir entdeckt haben. Oh, jetzt kriegen wir richtig viel fertig. Jetzt kriegen wir richtig viel fertig. Das macht mich richtig glücklich. Richtig satisfying. Und es war so nah an dem Feld, an dem ich schon vorbeigelaufen bin. Und ich hatte es nicht gesehen. Sage. Oder ist das ein anderes Feld? Nee, ist ein anderes Feld. Na gut. Da gibt es Bishop's Lace. Muss man dann auch gucken. Ach so, das ist Bienenhive. Brauchen wir gerade gar nicht. Na gut. Ab nach Hause. Gleich richtig schön Schlösser kacken. Ja. Ich bin aber sehr gespannt, was wir da jetzt vielleicht noch rausbekommen. Wir haben so viele Truhen in unserer Nähe. Die Ausdaueranzeige. Ja, ich habe es gesehen. Ups. Nicht Schlösser kacken, Schlösser knacken. Schlösser kacken, ey. Ich gebe euch Schlösser kacken. Schlösser knacken. Knacken. K-N-A-C-K-I-N. Ich fühle mich nur getrollt von euch hier. Nur getrollt. Clip it. Get us some proof. So, also, damit wir jetzt einmal, also erstmal kochen wir aus den Dingern Essen. Das können wir schon mal parallel aufstellen, das Essen. Dann wird das fertig. Und dann wollen wir, genau, dann haben wir ja hier, das müssten wir doch jetzt auch fertig kriegen. Nur die Fireplanks fehlen uns und davon fehlen uns echt richtig viele, weil wir 36 brauchen. Und 36 ist echt richtig viel. Das heißt, ich packe mal den Rest hier hin, das packe ich noch hier hin, das packe ich noch hier hin, damit ich Platz habe, andere Dinge zu tun. So, dann wollen wir eins, die nehmen wir alle mal ganz kurz raus. Die nehmen wir mal kurz raus, das nehmen wir mal kurz raus. Dann holen wir uns hier unser Essen. Ist das der Long Dark ohne Schnee? Nee, aber hat einen ähnlichen Vibe, ja. So, dann machen wir uns jetzt ein Lockpick. Und dann wollen wir eine Pickaxe. Und dafür fehlen uns jetzt schon wieder Steelpipes. Aber nur zwei. Das heißt, wenn wir das jetzt richtig gemacht haben und hier nicht in der falschen Reihenfolge gebaut haben, was ich nicht weiß. Wir werden es rausfinden. Dann sollten wir jetzt eigentlich damit die ganzen Schlösser knacken können und da hoffentlich noch mehr Pipes drin finden.
So. Das kann ja schon mal in der Zwischenzeit fertig kochen. Wir haben halt leider keinen Lagerraum in der Küche, ne? Lagerraum in der Küche fürs Essen würde ich noch feiern, wenn ich da so eine Truhe hätte, in die ich mir Essen packen könnte. So muss ich das halt immer nach oben schleppen dann oder so. Und ist auch weird, wenn ich hier oben mein Essen drin lager, aber ist nicht schlimm. So, es wird bald dunkel. Wir haben nicht besonders viel Zeit. Aber ich würde gerne einmal versuchen, so eine Crate aufzumachen. Und wir haben ja hier in der unmittelbaren Nähe, haben wir ja eine Crate. Das sollten wir schaffen. Auf jeden Fall. Dass wir da dann auch wieder zurückkommen davor. Eine meiner Wimpern hat sich so richtig unangenehm umgedreht und die kitzelt jetzt. So. Ja, da muss ich aber fürs Crafting immer hoch. Ist auch doofi. Okay, da kriegen wir richtig viel Metall offensichtlich nochmal. Sind die respawned, die Boxen? Ich hatte das doch gelootet. Sind die respawned? Also wenn die respawnen, ist das ja übel geil. Ja, geil. Spiele empfehlen ist gar kein Problem, Noah. Spiele empfehlen ist nie ein Problem. Das Spiel, das wir jetzt gerade spielen, ist auch eine Empfehlung von jemandem aus der Community. Ah, es wird schon wieder dunkel, ne? Ich soll es nicht riskieren. Uns geht's gerade richtig gut. Ich soll es nicht riskieren. Fäll hier noch einen Baum und geh dann nach Hause. Denn Energie ist auch schon low. Was ist denn so schlimm in der Nacht? Es wird kalt und dann fange ich an zu frieren. Und wenn ich anfange zu frieren, fange ich an, Leben zu verlieren. Und rausgefunden, was passiert, wenn ich auf null Energie bin, habe ich auch noch nicht. Muss ich aber auch sagen, bin ich auch jetzt nicht so scharf drauf. Wir haben nämlich sehr viel Progress gemacht. Green Hell habe ich schon von gehört, habe es aber noch nie gespielt. Ich habe aber sehr viel Positives drüber gehört. So, da ist jetzt Nacht. Das heißt, wir drehen jetzt um. Jetzt geht's nach Hause. Longdark kenne ich. Ich hätte halt auch Bock, Longdark zu spielen. Ich habe nur, wenn die Depression im Winter sowieso schon kickt, weil sie sagt, hey, Winter ist scheiße, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich noch ein Winterspiel spielen möchte. Das ist die einzige Herausforderung, die ich gerade habe. Wo ich dann sage, vielleicht spielen wir das dann lieber, wenn es nicht gerade Winter ist. So. Ja, das ist. So. Speichern. Schlafen. Alter Tom.
Das wäre nicht mein Vibe. So. Ich möchte bitte eine Pickaxe jetzt haben. Das heißt, wir brauchen noch eine Steelpipe. Zwei, glaube ich, sogar noch, um genauer zu sein. Das haben wir jetzt nochmal geplündert. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zu dem da drüben und gucken nochmal, ob das da drüben uns jetzt noch die Ressourcen gibt, die wir brauchen, damit wir eine Pickaxe haben. Und dann müssten wir daraus gehend unser Gewächshaus gebaut bekommen. Eigentlich. Nee, ich habe nicht so viel. Das sind eh nur Utensilien, die ich eh mitnehmen muss. Also ich müsste die Angel theoretisch gesehen nicht immer mitnehmen. Die sollte ich mir angewöhnen, dass ich die dann zu Hause lasse. Das ist ein Trageslot, der wegfällt. Aber sonst... Ich bin nach unten gelaufen. Wir müssen nach oben. Ja, ich bin gespannt. Also Long Dial können wir auf jeden Fall auch... Wir können uns das auch im Stream gemeinsam anschauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir haben... Wir posten immer auf Twitter, wenn der Quarry weitergeht. Wir wollten das eigentlich heute spielen, aber Kali ist krank. Dem geht's leider überhaupt nicht gut. Der liegt auch im Bett einfach heute schon den ganzen Tag. Deswegen hat er schweren Herzens abgesagt für heute. Und wir werden euch Bescheid sagen, sobald wir ein neues Datum haben, auf jeden Fall. Also es war ja eigentlich geplant, dass wir heute weitermachen. Aber hat leider, ging jetzt leider nicht. Hallöchen Alexa. Nicht direkt, also gesehen hatte ich ihn noch nicht. Aber wir hatten so eine Er-sieht-mich-Anzeige, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich laufe schon wieder falsch. Wir müssen darüber. Ich bin schon wieder über der Ausdaueranzeige, ne? It's always the same with me. Ich laufe komplett falsch. Ich habe die Orientierung von, weiß ich nicht, von nichts. Ich habe keine Orientierung. So. Ihr seht mich an, Zeige klingt wie ein Zeitungsinserat zu Beziehungstipps. Oh Gott. True. True und ich find's nicht gut. Ah, da vorne ist es. Ach, guckst du mal, hier wäre sogar noch ein Moor gewesen mit Dogbane Stamps. Aber ich glaube, von denen haben wir gerade genug. Hätte ich gar nicht so weit laufen müssen. Oh, gut, Noah. Gut zu wissen. Guckt mal, hier ist auch ein Zum Respawned. Hier sind die Boxen auch respawned. Das beruhigt mich ungemein, dass Boxen respawnen. Das bedeutet echt, dass wir wahrscheinlich gar keine Probleme mit Loot haben. Ich habe mir mal angeguckt, wie lange ich bei dir schon folge. Mich hat es gerade fast vom Stuhl gehauen, ehrlich. Wie lange denn? Was ist das für ein Symbol? Seit 2014. Ach du heilige Scheiße. Das ist echt lang. Warum habe ich ein... Was ist das für ein... Das ist ein Tiersymbol.
In dem Spiel wird doch meine Hütte nicht angegriffen. Das ist doch kein Kampfspiel, oder? Das würde mich schon sehr wundern. Das ist auch kein Bär. Das ist eher... Das ist was Kleines. Das sieht aus wie ein Fuchs eher von dem Symbol. Ich muss fischen dafür. Wie mache ich denn das Rad auf? Find loot, not hungry, pet. Oh, du bist so süß. Follow me, go home, stay here, find loot. Komm zurück, wo gehst du hin? Ach, läuft er da jetzt rum und sammelt Sachen? Kommt er dann wieder nach Hause? Ja, der kommt bestimmt nach Hause. Also wenn ich jetzt quasi hier auf Go Home gehe, dann sollte er ja wieder nach Hause kommen. Er hat sogar eine kleine Tür und er schläft dann hier drin. Es ist sehr süß. Es ist wirklich sehr, sehr süß. I'm not gonna lie. Es ist sehr, sehr süß. Es macht mich sehr, sehr glücklich. So. Aber wir haben eine Mission. Nein, ich brauche noch mehr Steel Pipes. Nein, ich habe zu wenige. Ich habe nur 3. Und ich brauche 4. Ach, komm schon. Ah. Ich habe echt gedacht, wir haben die Pickaxe jetzt. Ja, well, nope. Haben wir nicht. Ah. Man muss den Fuchs auch benennen. Ich kann ihn noch gar nicht benennen. Aber er läuft mir hinterher. So, das hier habe ich mir angeschaut. Das habe ich mir angeschaut. Dann lass uns hier nach oben gehen und gucken, ob wir... dort noch was finden.
Oh. Das ist wie wenn ich mit Kiba und Joy im Wald spazieren gehe. Wir müssen auch gleich noch einen neuen Fisch holen, weil ich Bissen haben muss, damit ich den füttern kann. Das machen wir gleich auf dem Rückweg. Dann haben wir auch morgen die Axt, also für morgen die Axt fertig. Was auch sehr viel wert ist. Dann können wir in die Mine gehen. Und wenn die in die Mine gehen können, können wir Kleber herstellen. Und wenn wir Kleber herstellen können, kriegen wir ein Gewächshaus. Wenn ich dem jetzt hier sage, find loot, was macht er denn dann? Ich habe noch nicht verstanden, wie find loot funktioniert. Da ist jetzt quasi Loot. Aber er sammelt es auch nicht ein. Vielleicht kann er aber auch diese Art von Loot nicht einsammeln. Weiß ich nicht, ob er da Geschenke bringt. Ich habe halt Angst, ihn hier einfach weiter sammeln zu lassen, weil ich halt Angst habe, dass dann, weiß ich nicht, ob er dann wieder zurückkommt. Ich meine, ich kann eh von überall auf ihn zugreifen. Also ist wahrscheinlich auch nicht schlimm, wenn ich hier ein paar Meter weglaufe. Wir müssen aber auch nach Hause. Ich hungere halt schon wieder. Wir müssen erst noch was zu Hause kochen. Aber der bleibt jetzt wirklich dort hinten und sammelt dort hinten, ne? Ja, Angeln schaffe ich nicht mehr, bevor ich verhungere. Ich muss erst zu Hause noch was kochen, sonst wird das zu knapp. Jetzt wird so auch schon sehr knapp gerade. Ich meine, über meine Ausdauergrenze schon wieder hinausgegangen bin. Müssen wir morgen früh mit Angeln anfangen. Das ist echt scheiße, wenn es das Spiel nicht auf Xbox gibt. Das tut mir sehr leid. Oh, Pain. Ach, Pain. Gibt's Permadev? Du musst halt selber laden und kannst dann quasi da wieder neu starten, wo du das letzte Mal dran gedacht hast, dass du geladen hast. So.
Und jetzt eins, nehme ich eins, zwei. Was brauchte ich noch? Die brauchte ich. Ich weiß gar nicht, was ich mehr brauche noch für die Axt. Ah, und das Honigding, die Honigwabe. So, und darüber kriege ich jetzt eine Spitzaxt. Steel Wire. Eins fehlt mir. So. Spitzaxt. No space in your backpack. Oh mein Gott. Spiel. Gib mir endlich meine Pickaxe. Oh mein Gott, wir haben sie. Weltklasse. So, ich gehe jetzt schlafen und guck einfach mal, ob der quasi über Nacht automatisch nach Hause kommt und Sachen mitgebracht hat. Nee. Und wir müssen ihn auch abholen gehen. Offensichtlich schafft er es nicht von hier aus alleine nach Hause. Na gut. Dann funktioniert das so nicht. Aber gut, dass er auf der Minimap auch nochmal angezeigt wird extra. Damit kannst du ihn nicht verlieren. So, und dann schauen wir einmal. Ach, guckst du mal, hier ist wieder was nachgewachsen. Nee, ich glaube, der hat nichts. Also, ich habe immer noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Ich kann ihn auch nicht petten gerade. Das macht mich am unglücklichsten an der Sache. Ich würde ihn gerne streicheln. Aber er will sich gerade nicht petten lassen. Nee, das hatten wir einfach nur gestern liegen lassen. Das hat er nicht hergetragen. Naja. Aber irgendwie respawnen die Kisten jetzt doch schnell. Nee, ich glaube, der Chat ist einfach nur am Schlafen gerade. Oder macht Twitch-Probleme mit dem Chat gerade. Ich glaube, die Leute sind einfach nur ein bisschen ruhiger gerade, um ehrlich zu sein. Okay, und dann müssen wir darüber. Schläft aber lange. Ja, das sind halt, also das sind dann so, ich glaube, es ist halt einfach ein atmosphärisches, ruhiges Spiel, wo nicht so viele Leute was zu sagen haben und die Leute lassen sich eher berieseln. Das sind dann auch immer wieder so diese Momente, wo ich anzweifle, ob überhaupt wirklich so viele Leute da sind, wie angeteasert ist oder wie halt dabei steht. Und ich habe in der Anfangszeit als Streamerin, als ich plötzlich mehr Zuschauer hatte, da hatte ich dann immer wieder diesen Joke, um halt für mich selber so mich daran zu erinnern, dass wirklich so viele Leute da sind. Nämlich habe ich dann immer quasi Hachi gesagt. Und habe darauf gewartet, dass Leute Gesundheit schreiben. Und daran siehst du dann, wie viele Leute wirklich da sind. Funktioniert das noch? Das funktioniert immer noch. Dankeschön, Chat. Sehr höflich von euch. Sehr aufmerksam. Ich fühle mich sehr gewertschätzt. Vielen lieben Dank.
Es könnte auch sein, dass der Fuchs den Loot nur zeigt. Ja, dann habe ich noch nicht verstanden, wie er ihn zeigt. Das freut mich, Lea, und ich hoffe, du findest eine Lösung für die Aufgabenstellung. Wann ist eigentlich 8:30 geworden? Da fühlt man sich fast benutzt. Nein. Nein. So, wir müssen einmal hier Sachen abgeben wieder. Wir tragen hier schon wieder viel zu viel Sachen mit uns rum. Und ich würde auch eigentlich gerne die Angel hier lassen, weil wir die jetzt eh nicht mitnehmen. So, einmal essen. Ich will den Fox füttern, ja, aber ich würde halt so gerne... Ach, da fehlen uns auch Metallplates noch dafür. Das ist eh alles noch viel weiter weg, als ich gedacht habe. Und für Metallplates brauchen wir wieder Steelpipes. Aber ich hätte halt gerne... Ich würde gerne so Lime Minerals holen und einmal quasi Kleber gemacht haben. Das ist so der Anspruch, den ich habe, was ich gerne heute, bevor ich aufhöre für heute mit dem Spiel. Ich kann dich auch nach Hause schicken, oder? Oh, ich kann dich petten. Oh, du bist so süß. Und dann kann ich dich auch nach Hause schicken. Jawohl, bleib mal zu Hause. Wir gehen jetzt in eine große, böse, gruselige Höhle. Ich möchte einmal diesen Klebstoff auch fertig bekommen haben. Hä, wieso aufhören? Naja, weil... Also, es ist ja bald 21 Uhr. Was soll ich sagen, Kinders? Ich muss morgen wieder früh auf. Haha, Puddingbärchen. Ich würde mich sehr geehrt fühlen. Die Nacht ist noch jung. Ja, aber ich muss morgen schon um 8 im Büro sein. Ja, es ist sehr früh. 8 ist eine unangenehme Uhrzeit für meinen Geschmack. Natürlich kann ich lange wach bleiben, aber ich muss trotzdem um 8 morgen schon im Büro sein. So, hier ist irgendwo der Eingang zu dieser Höhle. Geht's dir und dein Hund ist gut? Hab gerade Klausurenphase und mein Hund ist der einzige Ruhepol, den ich gerade habe. Sehr, sehr gut. Also mir und meinen Hunden geht's sehr, sehr gut. Kalle geht's, bis auf das, dass er krank ist, auch echt gut. Ich kann echt nichts sagen. Ich würde jetzt Kiba nicht unbedingt als Ruhepol bezeichnen in meinem Leben, aber es ist schon schön mit Doggies.
Okay. Geil. Haben wir hier Sachen abgebaut. Ha, cool, Puddingbecher. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich fühle mich geehrt. Dankeschön. Irgendwie unspektakulär, die Mine. Naja, das Spiel lebt ja auch eher davon, dass du Dinge entdeckst und so langsam quasi sammelst und weniger von Aufregung tatsächlich. Das ist einfach ein entspanntes Chill-Out-Game. Ein entspanntes Chill-Out-Game. Eieiei. Was arbeitest du denn? Ich bin Vollzeitstreamerin. Nein, Black Angel Tiger, ich will nicht mehr erfahren. Ich will nicht mehr wissen. So, Fuxi ist zu Hause. Und wir können jetzt eigentlich, wenn ich es jetzt nicht verkackt habe, können wir uns jetzt Kleber herstellen. Yes, wir haben Kleber. Geil, wir haben Klebstoff. Klebstoff. Beautiful. Und den Klebstoff brauchen wir jetzt für hier. Wir brauchen aber auch noch 3 Metal Plates. Und die haben wir auch nicht gerade. Und dafür brauchen wir Steel Pipes. Schon wieder. Und zwar echt viele. Ah, diese Steel Pipes, ne? Diese Steel Pipes. Was haben wir hier? Da brauchen wir 8 Huffungus, 12 Dogbane Stems und 36 Fear Planks. Boah, das ist auch echt einiges. Und was brauchen wir da oben? Auch einmal Glue, 28 Fear Planks und 6 Dogbane Stamps. Aber das ist leichter, finde ich doch noch. Das ist doch irgendwie leichter. Was braucht man? Dafür braucht man auch Steel Pipes teilweise, ne? Boah, das ist schon teuer. Aber ich würde gern so ein Deko-Ding würde ich gern mal bauen. Einfach nur, damit ich dann sehe, wo sich's halt, also wo das dann landet. Zum Beispiel das hier mit einem Nägel, 2, 4 Planks und 5 Sticks. Das können wir ja mal aufbrauchen quasi. Ein Nagel. Ich habe, glaube ich, nicht genug Sticks mehr dafür. Doch. Oh, du kannst jetzt so eine Decoration einfach so drüber platzieren.
So einen kleinen Vogel. Das ist ja süß. Und man kann sie aber auch wieder aufheben. Das heißt, du musst es auch nicht genau da lassen. Du kannst das immer wieder verändern, wenn du es woanders haben möchtest. Ach, schön. Ach, cool. So, speichern. Game saved. Das ist, glaube ich, eines der schönsten Spiele, das ich seit sehr langer Zeit gespielt habe. Du baust das Haus immer größer, Nakalia. Du fängst quasi mit einem Hauptgebäude an und sammelst Sachen dazu, um neue Gebäude freizuschalten, mit denen du neue Dinge machen kannst. Das ist eines der schönsten Spiele, die ich gespielt habe bis jetzt. Heilige Scheiße. Ist bekannt, warum die Entwickler es nicht weiterentwickeln. Wahrscheinlich, weil es fertig ist. Also vermutlich einfach, weil es dann ist so. Ich finde es halt schade, dass die Rezessionen ausgeglichen sind. So. Und da sagen halt so Sachen wie bought the game thinking it was finished. A finished product. It's not even tagged early access. There is no indication that it is unfinished and abandoned and will never be worked on again. It looks nice. Should be a free demo on an unfinished game. Game is not even version 1.0. Hä? Hä? Warum? Das ist doch einfach ein wunderschönes Spiel. So, also was erwarten Sie denn von dem Spiel? Es ist halt. Hä? Das Game ist schon sehr hübsch. Der Style ist natürlich immer Geschmackssache und ist super entspannend. Für so 10 bis 15 Stunden hat man gut was zu tun und zu erforschen. Aber leider bleibt der Großteil der Map langweilig und leer, aber hübsch. Die Anbauten an die Hütte sind auch recht schnell gemacht und es mangelt leider an weiteren sinnvollen Sachen. Essen besorgen, selber anpflanzen, sich mit dem Nötigsten ausrüsten, das war es dann aber auch schon. Ja, das Game kostet auch 15 Euro. Was erwartest du denn? Das Game kostet 15 Euro. Was erwartest du denn für ein Indie-Game um 15 Euro? Ist doch völlig fein. 15 Stunden Spielzeit, das bei mir jetzt komplett bugfrei bis jetzt, für 15 Euro ist doch völlig, völlig fein. Du musst doch nicht jedes Spiel 30.000 Stunden haben, oder? Also vielleicht, weiß ich nicht. Ich finde es sehr gelungen.